Meine Top 5 der besten Lebensmittel für den Ausdauersportler, insbesondere für den aktiven Ausdauersportler. Und ihr werdet sehen, auf Platz 5, etwas ungewöhnlich vielleicht für euch, ist bei mir die Ingwerwurzel. Der Ingwer. Warum? Weil Ingwer entzündungshemmend wirkt, immunstimulierend wirkt. Das bedeutet, gerade wenn ihr intensive Trainingseinheiten habt, die Muskulatur überreizt ist, die Sehnen möglicherweise schon leichte Entzündungsreaktionen zeigen, dann ist Ingwer deswegen gut, weil es unterstützt den Heilungsprozess. Also immer mal wieder Ingwer irgendwo in den Tee hineingestreut oder ins Getränk beispielsweise oder auch nochmal gekaut, das hilft. Auf Platz 4 steht bei mir die Banane. Die liebe ich ja sowieso heiß und innig. Und die Banane ist deswegen so gut, weil sie ist ein toller Energieträger. Und insbesondere, wenn ihr mal so ein bisschen morgens einfach loslaufen wollt oder vor dem Training noch nicht richtig gegessen habt, nutzt eine halbe Banane beispielsweise als Energieträger und die nächste Stunde habt ihr ausreichend davon und ihr könnt sehr gut eure Trainingseinheit überstehen, weil eben die Banane so unendlich viel positive Vital- und Nährstoffe für den Ausdauersportler besitzt. Auf Platz 3 ist der Quark bei mir. Fragt euch, warum Quark? Ja, weil Quark gerade nach der Trainingseinheit, gerade wenn ihr intensiv trainiert habt, dazu dient, dem Körper wieder Aufbaustoffe, Reparaturstoffe zu geben. Dafür braucht ihr Aminosäuren. Und Quark ist die beste Quelle dafür, am besten 2 Stunden spätestens danach eine kleine Eiweißportion in Form von Quark gegessen zu haben. Erhöht die Regeneration, beschleunigt die Erholung insgesamt und am nächsten Tag könnt ihr wieder normal weiter trainieren. Auf Platz 2 steht bei mir die Nudel. Habt ihr sicherlich erwartet, aber sie steht bei mir nur auf Platz 2. Natürlich wisst ihr, vor dem Marathon, vor einem großen Wettkampf am Abend mal so eine schöne Nudelportion füllt die Kohlenhydratspeicher auf. Kohlenhydratspeicher deswegen auch besonders gut, weil sie natürlich die Hauptspritquelle für eure Ausdauerbelastung darstellt. Also immer mal wieder eine Nudelportion. Gerade vor dem Wettkampf oder auch danach füllt eben die Energiespeicher wieder auf. Aber achtet bitte auch hier auf die gute Variante, auf die guten Kohlenhydrate. Nehmt am besten die Vollwertnudel. Auf Platz 1, mein persönliches Highlight, ist das morgendliche Müsli. Müsli deswegen, weil es ist variationsreich. Es gibt dem Körper eben nicht nur Kohlenhydrate, sondern alle anderen Baustoffe, die der Ausdauersportler so benötigt. Also viel Variation im Müsli macht es eben so unendlich wertvoll. Da sind Fette drin, Fette als Energieträger, Fette letztendlich als Baustoffe, Zellen für die Mitochondrien, für letztendlich auch die Zellinformationsaustauschmenge. Und vor allen Dingen auch Eiweiß steckt ja auch drin. Meistens macht man es doch in irgendeiner Form mit irgendeiner Milch, mit Sojamilch beispielsweise. Und schon habt ihr Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in einer Essensportion. Und das schafft nur Müsli. Deswegen steht es bei mir auf Platz 1.